SSI bietet jetzt auch die Möglichkeit, Freediver zu werden. Ja, Erna, wie läuft so eine Ausbildung ab? Also zum einen haben wir bei Dive for Life die optimalen Möglichkeiten, Kurse durchzuführen. Vom Basic Diver bis Level 2 können wir dort ausbilden. Level 3 geht erstmal wieder ins Freiwasser. Wir haben 20 Meter Tiefe, wo der Beginner auch langsam an die Tiefe rangeführt wird, wo er optimale Sachen zum Training lernt, Atemtechniken, Abtauchtechniken und vor allen Dingen, er kann bei uns auch direkt die Kurse mal dazu machen. Das ist jetzt neu im Programm, jetzt starten wir richtig durch damit und die ersten Kurse sind ein wahnsinniger Erfolg. Alle kommen im Strahlen aus dem Wasser raus, weil es immer noch was Besonderes ist und weil es halt die ursprüngliche Art des Tauchens nach wie vor ist. Wie viel Zeit muss man dafür einplanen? Für den Level 1 sollte man zwischen 8 und 12 Stunden Zeit einplanen. Es geht los, dass man natürlich eine Tauchtheorie erfährt, die etwas anders ist als von der Theorie vom Gerätetauchen, weil da geht es speziell darum, warum habe ich eine kleinere Maske mit, warum sieht der Anzug bei den Freedivern anders aus, was ist für ein Vorteil, man macht Atemübungen, man versucht sich mental zu beruhigen und deshalb sind die Atemübungen perfekt dafür, um dann halt den Einstieg ins Becken zu bekommen. Und dann startet man so im 2-3 Meters Bereich und ist nachher in der Lage, davon zu berichten und hoffentlich dann auch schon etwas tiefer zu kommen. Ja, Erna, du hast mir verraten, dass du einfach mal aus Neugierde mitgemacht hast und jetzt richtig Feuer gefangen hast. Was hat dich denn daran so fasziniert? Mich hat an der ganzen Sache fasziniert, dass man sich absolut frei fühlt. Also das Gefühl der Freiheit erfährt man sonst nirgendwo. Und ich bin erstaunt, dass mein Körper eigentlich mehr kann, wie ich ihm letztendlich zugetraut habe. Und das ist auch bei vielen Gästen die Hemmschwelle, dass sie einfach sagen, oh Gott, ich komme auf keinen Fall tiefer wie 2-3 Meter. Und einfach so der Körper zeigt einem, doch, es geht mehr, wenn ich mit der richtigen Atemtechnik, mit der richtigen Anleitung da dran gehe. Und das ist das Faszinierende an dem Sport. Ja, wer über seinen Schatten springen möchte, der kann einfach bei SSI eine Freedive-Ausbildung machen.